Reden wir über den Comic Jedi Akademie Leviathan von Kevin J. Anderson. Veröffentlicht 1998 bis 1999. Das hier ist ein Comic mit Fokus auf den Charakteren aus Andersons Jedi Akademie Trilogie. Und das ist tatsächlich gelungen. Was? Was ist los? Was geschieht hier? Ich mag noch eine Story von Kevin Anderson? Es kann doch gar nicht sein. Doch ich fürchte schon. Das hier, es ist ähnlich wie das, was ich zu Darksaber gesagt habe. Im Prinzip mag ich ja Lukes neue Jedi-Charaktere. Ich mag die neuen Jedi-Ritter. Ich mag die Charaktere im neuen Jedi-Orden. Und ich würde gern mehr von denen sehen, statt immer wieder Luke-Han-Leia-Stories. Wie Planet des Zwielichts. Nur Luke, Han und Leia. Okay, die Droiden, Chewie und sogar Lando waren da drin. Aber ich möchte Stories, die sich auf die neuen Charaktere konzentrieren. Ich mag die Dark Forces-Videospielreihe rund um Cal Katarn. Ich mag Aai Jedi um Qui-Gon Horn. Gut, und die X-Wing-Bücher, wenn man das auch mit dazu zählt. Sowas wie die Geißel rund um einen wirklich, also komplett random Jedi, Mando Zuma. Oder Gegenwind und Dunkle Flut rund um Jaden Kor. Das Zeug gefällt mir und davon hätte ich gern mehr gesehen. Und dieser Comic ist nett in der Hinsicht, denn er zeigt uns Lukes neue Jedi-Schüler. Wir haben Kip Duren. Ja, Kip. Der ist immer noch Kip Duren, aber was soll man machen? Dann haben wir Qui-Gon Aty, wir haben Streen. Und, interessant, wir haben Dorsk 82. Wir erinnern uns, Dorsk 81 ist in Darksaber gestorben, hat sich geopfert, um die anderen Jedi-Schüler zu retten. Und sein Klon-Nachfahre. Dorsk 82, den kennen wir auch schon aus Darksaber. Der kommt in diesem Comic zur Jedi-Akademie, einfach um rauszufinden, ob er auch das Zeug hat, in die Fußstapfen seines Vorfahren zu treten und ein Jedi zu werden. Und er und Kip freunden sich da an. Und schließlich müssen die Jedi Ermittlungen anstellen über das Verschwinden von Minenarbeitern auf der Welt Korbus. Und da bekämpfen sie schließlich gigantische Leviathane, uralte Kreaturen. Und das ist nett. Also es ist eine ziemliche Basic-Story. Was mich dabei anspricht, ist nicht die Story an sich, sondern zu sehen, wie Lukes Jedi-Schüler hier was machen. Luke selbst sehen wir übrigens auch, wie er als Meister an der Akademie tätig ist. Wir sehen noch ein paar seiner anderen Jedi-Schüler. Also die bekommen keinen Namen oder so, aber wir sehen halt einen Haufen verschiedener Charaktere im Tempel rumsitzen und rumlaufen und alles. Das ist gut. Das gefällt mir. Und ich hätte ganz ehrlich mehr davon gesehen. Ich bin überrascht, dass das hier der einzige Jedi-Akademie-Tie-In-Comic ist. Also da hätte ich schon erwartet, dass die vielleicht ein bisschen mehr raushauen. Ich weiß nicht, wie gut sich der hier verkauft hat. Aber ich hätte halt wirklich gerne mehr davon gesehen. Jedi-Akademie, Untertitel und dann irgendeine neue Story mit ein paar anderen Jedi-Schülern. Einfach ein bisschen Spaß damit haben. Das hätte mir gefallen. Okay, aber so wie es ist, würde ich den Comic Jedi Akademie Leviathan empfehlen. Ja, absolut. Also wenn ihr Jedi Akademie Trilogie mochtet, ich nicht. Ich habe sie gehasst. Aber ich mochte diesen Comic, falls ihr die Charaktere mochtet, falls ihr einfach nur mehr von Lukes neuen Jedi-Schülern sehen wollt. Dieser Comic funktioniert in der Hinsicht. Er ist nett. Also mehr gibt's nicht zu sagen. Es ist ein netter Comic, es ist eine gute Story. Ich sag ja auch immer, Kevin Anderson kann durchaus Comics schreiben. Er kann Kinder- und Jugendbücher schreiben, aber keine Romane. Darksaber ist da die Ausnahme, aber Darksaber hat immer noch Müll. Der hat noch viel Müll in sich, aber auch gute Elemente. Jedi Academy, da wird mich niemals irgendwas umstimmen. Aber dieser Comic, Leviathan, sehr nett, kann ich ganz klar empfehlen.